zwar will ich, wie gesagt, gerne diese Insel hier haben. Ich glaube, dafür bauen wir uns vorher noch einen Excavator. Einfach, weil wir das Material haben. Also es muss jetzt nicht unbedingt das Kobalt sein oder so, aber da leuchtet es unter Wasser. Aber ich denke, diese Insel hier ist ein total cooler Ort dafür. Ich habe jetzt überlegt, ob wir die Halbinsel nehmen, aber ich würde sagen, wir lassen die Bäume da einfach stehen. Und bauen uns hier in so einen echt schnellen Excavator. Hauen das schnell weg, das ganze Land da, und dann ist gut. So. Hab ich hier noch Menilium drin, ja. Ich bin am Überlegen, aber der Excavator aus Menilium geht gar nicht. Bauen wir uns eine Schaufel aus Menilium oder bauen wir uns einen Excavator aus anderem Material? Ich glaube... Wir bauen uns einen Excavator aus anderem Material. So, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen dafür... die Plate. Dieses Ding Shovelhead hier. Large Tool Rod und Large Tool Binding. Okay. Tough Tool Binding haben wir da. Tough Tool Rod müssen wir auch da haben. Die Plate haben wir auch da. Gut, also die Cast haben wir schon. Das heißt, wir brauchen tatsächlich nur noch den Kopf gießen. Einmal kurz Bettchen. Und wir werden wohl erstmal ein bisschen Kabel brauchen. Oder habe ich hier noch Cobblestone drin? Nee. Wir werden ein bisschen Kabel brauchen und wir werden uns ein Material ausdenken müssen, verdammt. Okay, das Binding, also das, was braucht das hier? 3, okay, dann können wir also die Tool Rod aus Menilium machen. Die Plates. Was machen wir, die Plates? Ich würde beinahe sagen, einfach Eisen. Weil das jetzt das Einfachste ist und dann gar nicht das hier nehmen, sondern direkt einen kleinen Stecky Eisen durchschmelzen hier. Oh Gott, die Kisten sind langsam echt zu brechen voll. Okay, und ein bisschen Kabel. Sollte langsam anfangen, Kabels wieder zu kompressen, oder? So. Jetzt ist mal ein bisschen Platz gemacht. Ach, nehmen wir ein 64er Stack mit, das passt schon. So. Dann als allererstes Menilium rein und daraus machen wir das Binding, das Tool Rod Ding. Okay, dann Eisen, da kann ruhig danach direkt noch mehr gemacht werden und wir müssen uns noch diesen breiten Shovelhead holen. Diesen Excavator Head. Yes. Der braucht dann eine Steinvariante. Genau. Wir machen den aus Eisen. Gut. Dabei fällt mir gerade ein, dass wir natürlich auch noch Gold brauchen. Verdammt. Stück. Um das Aluminium-Brass-Zeug halt nicht herstellen zu müssen. Gold. Sind die zwei? Ja. Sehr gut. So, 3 Menilium werden zu einer Menilium-Tool-Rod. Auch wenn ich wahrscheinlich damit was total Unsinniges mache, aber
Ich mach's immerhin. Hallo, danke. So, ich glaube, ehrlich gesagt, ich möchte gerade nicht, dass du aktiv bist. Die Frage ist, wie... Nee, das ist mir zu aufwendig. So, Toolrod für den Excavator. Check. Binding muss wieder aus Papier gemacht werden. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Papier. Vorher mal kurz hier. Hui. Ja, lass mal machen. Holen wir uns mal Papier. Springen wäre gut. Hat immer seine Vorteile. Papier, Papier, Papier. Achso, wir hatten gar kein Papier mehr, oder? Ich glaube nicht. So. Wie viel braucht das? Wie viel Material? 3, okay. Na, 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 na. Damit machen wir es writable. Dann kannst du schon mal weg und du kannst auch schon mal weg. Und es sieht schon wieder total unsortiert hier drin aus. Papier. Yes. Verdammt. Okay, wir brauchen mehr Papier. Na gut, ich mache jetzt einfach ein Stack Papier und lass den denn da liegen. Ich denke mal, wir werden noch einige Toolbindings bauen. War hier oben Papier drin? Hm. Okay. Ja, super. Ich hätte vielleicht eins drin lassen sollen, damit er weiß, wo Papier hin soll, aber... Warum denn auch? So. Ich hätte das gerne bitte als Large-Variante, Tough-Variante, genau. So. Und du kannst weg. Gut. Das heißt, wir haben das Binding und die Rod. Jetzt brauchen wir noch die Plate. Und das, wenn Gold fertig ist. Gold. Gut. Und das ganze Ding machen wir dann aus Eisen. Genau wie die Plate. Und gieß und gieß und gieß und gieß und fertig. So, und die Plate natürlich auch. Eisenkopf. Bing, bing. Eisenplate. Ich weiß, es sind voll die Luppi-Werkzeuge und alles erweiterbar, aber für den Anfang besser als nix. So. Excavator. Plate. Shovelhead. Mining Speed 6. Okay. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen was raufhauen, damit es schneller wird. Aber Hauptsache, wir haben einen Excavator. Ne? Also so sehe ich das zumindest. So, dann kommt der Kabel weg, dann kommt Inksex weg. Der Stone Excavator Head kommt hier rein. Ist langsam echt eine Menge Zeug drin, muss man mal sagen. Und wir können hinten anfangen zu basteln. Unsere Insel zu plätten. Ich hätte die nämlich gerne auf... Seeniveau. So. Ja, das. So muss eine Schaufel funktionieren. So müssten eigentlich alle Schaufeln funktionieren. So, dann dauert es nämlich alles hier gar nicht so ewig. Klack, 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 klack. Man muss nur aufpassen, dass man
nicht den Fehler macht, das von der Seite zu machen. Weil ansonsten hat man hier ganz schnell das. Obwohl das jetzt in dem Fall natürlich sinnvoll ist, aber in anderen eher nicht so. Gerade wenn man nicht zwei tief buddeln will. Dann fängt man nämlich an, wieder auszugleichen. Dann hat man nichts gewonnen durch den Geschwindigkeitsschub. Was ich echt interessant finde, ist, dass Gras sich so wesentlich schneller, schwerer buddeln lässt als als Dirt. Das macht echt einen Unterschied. Das merkt man total. So. Vielleicht doch eins erhöht. Also so auf der Höhe, auf der ich jetzt bin, finde ich das irgendwie ganz gut. Nicht direkt auf der Wasserspiegelhöhe. Dann könnte man eine schöne Terrasse so ins Wasser reinziehen, ein bisschen Strand drunter haben und so. Ja, doch, ich denke, so wäre das ganz gut. Oh, was ist denn da drüben Schönes? Wunderbar. Ich glaube, das Abtragen ging jetzt schneller als das Bauen vom Excavator. Mal ein bisschen was nachfuttern. Und war ja etliche Stacks Dirt dabei rausgetragen. Nicht schlecht. So. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen angleichen. Das gefällt mir hier mit den Wegen noch nicht, aber das kriegen wir schon noch hin. Was ich vielleicht von vornherein ganz gerne hätte. Na, da können wir. Können wir gleich mal gucken, wie das geht. Vielleicht kriege ich das ja mal schnell hin. Dann haben wir nämlich hier unsere Ruhe. Ich weiß noch nicht, was ich da so materialtechnisch für brauche. Aber erstmal kurz Bettchen. Wir werden wohl noch ein paar Nächte in unserem gemütlichen alten Bettchen hier schlafen müssen. Meine, diese Hütte ist ja schon... Ha! Die hat ja schon was. So, und zwar hätte ich gerne eine Magnum Torch. Ah, dafür brauche ich Potions, verdammt. Die Candeliers sind schon gut. Die kann man auch ohne weiteres erfüllen. Da braucht man nur 5 Dias und ein bisschen Gold und Torches für. Aber die Potions könnten blöd sein. Habe ich denn schon eine... Eine Option eines Brewing Stands? BZW habe ich eine Blaze Rod. Theoretisch müsste ich ja, aber... Ich weiß nicht, weil ich beim letzten Mal alles verloren habe. Eine Blaze Rod habe ich Tatsache. Brewing Stand. Ja, okay. Hm. Vielleicht gehen wir den Spaß ja mal an. Das ist schon... Ist hier Kupfer drin? Oh Gott, ich muss echt aufpassen, was der hier wo reintut. So, wir brauchen ein bisschen Cobblestone. 3 Stück und die drüber für den Brewing Stand, okay. So, den können wir mal hier direkt aufstellen. Der kocht hier für sich hin. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Glas für Glasbottles. Okay, und die füllen wir damit Wasser. Gut. Die kommen dann hier rein. Okay, dann brauchen wir eine Potion of Healing 2. Dafür brauchen wir... Okay, gehen wir mal ganz... Nein, ganz zurück. Potion of Instant Healing 2, Potion of Healing, Arcward Potion, okay. Eine Netherwarze. Brauchen wir die hierfür auch? Ja, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich Netherwarzen? Ja. Gut.
Perfekt, dann schmeißen wir mal eine Netawarze hier rein. Das müsste jetzt eigentlich sich direkt auf alle drei ausüben. Dann kriegen wir drei Arcward Potions, okay. Von da aus brauche ich dann bei dem hier eine Gasträne und bei dem hier eine Glistering Melon. Habe ich Melone? Melone, 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 Melone. Melone, Melone, Melone. Melone, 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 Melone. Hallo. Sieht ja eher schlecht aus. Ich glaube, Melon Seeds findet man auch Tatsache. Nur in Kisten, in Dungeons. Sehe ich das richtig?